Hallihallo, liebe Paula. Willkommen zurück zu meinem kurzen Let's Play, extra für dich angefertigt. Ich habe echt gesehen, dass du in deiner letzten Folge ziemlich verzweifelt warst mit den Treppen bauen und dann nur noch durch die Kante gelaufen bist. Und an die anderen, ihr seht diese Folge, also soweit wie ich jetzt bin, die seht ihr erst in Part 23, vielleicht auch 22, weil den 22. habe ich aufgenommen und habe festgestellt, ich habe leider das Mikrofon gar nicht mit eingestellt, das er aufnehmen soll. Und vielleicht verwerfe ich die Folge. Okay, ich habe hier mal ein bisschen Licht angemacht überall und wollte dir Paula, liebe Paula von Let's Play Pärchen, einfach mal zeigen, wie man diese Treppen baut. Ich habe gesehen einige kleine Fehler, die du da machst, aber ich kläre dich jetzt mal auf hier. So, zuerst nimmst du dir einen Tisch und hast keine Sticks in der Tasche. Das ist schon mal richtig rum, das ist gut. Und dann, wenn du höher bauen möchtest, tust du einfach noch hier so einen Tisch ran. So ungefähr. Das ist doch kein Stein aufheben hier. Und je nachdem, wie hoch du bauen willst, tust du erstmal unten die Tische hinstellen. Eine Spezialfolge extra für die Paula. Wir wollen es jetzt nicht ganz so übertreiben, aber ich denke mal, mit 4 Stück in der Reihe reicht schon zum Zeigen. Dann gehst du hier hin und du siehst auch jetzt hier im unteren Bereich, da steht 0 von 4, 0 von 5 Stämmen und C. Das ist, weil du den unteren markiert. Falls du trotzdem Sticks einstecken haben solltest, kannst du die Maus ganz langsam hoch bewegen. So, jetzt in diesem kleinen Fenster, das ist weg. Guck, jetzt ist es wieder da, jetzt weg. Und jetzt wäre aber auch der Tisch weg. Also ein ganz kleiner Rahmen nur, falls du Sticks einstecken hast. So, dann tust du das hier drauf bauen. Und dann machst du das hier. Ich brauche jetzt nicht drauf achten, weil ich ja sowieso keine Sticks drin habe. Und hier. Dann tust einfach hier nach oben gucken, den dahin. Den. Hallo, es zuckt. Den dahin. Und der hier, den zeigt er nicht an. Da kannst du aber einfach zum Beispiel hüpfen. Oder von hier, von der Ecke geht's. Und sollte das trotzdem aus irgendeinem Grund nicht klappen, kannst du auch auf diese Blueprints hier mit ganz viel Mühe drauf springen. Was natürlich jetzt nicht klappt. Vorführeffekt, vielleicht geht's dann, wenn die Treppe da drauf ist. Wenn nicht, suchst du dir einen höheren Punkt oder baust das erstmal oben. Na, mach das jetzt nochmal. Ja. So, jetzt hat das. Dann nimmst du die Treppen und stehst die hier ab. Na, hat er gerade gehabt. Ja, muss man ein bisschen genau gucken. Ist ein bisschen blöd. Jetzt hat er es gerade da. Zack. Und da war's. Da. Da hat er es auch schon. Ich sehe sie. Aber noch nicht ganz oben drauf. Na? Klappt noch nicht so ganz. Dann stellen wir uns die erstmal hier unten hin. So. Können wir nochmal von hier gucken. Das kann man gut unten mit die Beine da vergleichen. Von dem dicken. So ungefähr. So. Ja, sieht schon mal gut aus. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das da oben noch hinkriegen. Wenn nicht, kannst du auch erstmal nur die Treppen bauen. Und dann kommst du ja automatisch hoch. Dann kannst du ja hier so ein Stück hochgehen und die dann so von oben als Blueprint draufsetzen. Das jetzt hier gar nicht verknüpfen möchte.
So. Aber so haben wir jetzt die Treppe und da brauchst du jetzt nicht die ganzen Tische hier fertigstellen, sondern guckst einfach hier. Zeigt er ja an, dass das mit Sticks ist und mit Holzstämmen. Und die Treppe, siehst du ja, die braucht nur die 5 Holzstämme. Daran siehst du, was der jetzt hier gerade markiert hat. Jetzt immer noch die Treppe. So, jetzt hat er hier den Tisch. Und dann drückst du hier C. Und C. Und C. C. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ja, da waren ja 2 drin. Stimmt. Und da oben kommt dann eine drauf. Stimmt. Jetzt können wir natürlich hier auch nicht mehr hochgehen. Aber wenn du das jetzt fertig baust, ja. Und ansonsten kannst du das ja auch so wie ich um die Ecke bauen. Da tust du einfach den einen Tisch stehen lassen. Ich zeig dir das mal jetzt von oben. Ich brenne. Hier, genau. Ich habe erst mit so einem Tisch angefangen und dann hier die Treppe hoch. Und dann hier und dann wieder so eine Plattform und eine Treppe und hier oben 6 Stück Plattform. So, ich habe übrigens genug angebaut. Eine Wand außenrum. Dann noch hier. Na, kriegt er sich wieder. Hier noch so eine schöne Bank, ein Feuer, noch ein schönes Zelt. Und hier so ein Durchgang, den muss ich auch noch fertig bauen. Und das Ganze haben wir dann auch noch mal hier drüben ein wenig anders. Ich renne mal schnell hin. Wartet, ich zeige euch das. Oh, da ist ja schon jemand. Drei Mann Besuch, ey. Mensch, 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 wenn der Paulus zeigen will. Ja, hier kommt man auch rein mit einer schönen Fackel. Ist alles so halbwegs überdacht. Und hier, und dann geht's hier so rein. Ja, das haben wir neu gemacht. Und dann haben wir auch noch hier so eine schöne Bank. Cool, ne? Und was ich noch als Problem gesehen habe, wenn du die aufgebaut hast, die Treppe, dann war das immer. Das ist ja ein schöner Buggy, hä? War das immer in einer verkehrten Richtung? Also du hast immer den Tisch so längs gestellt und wolltest die Treppe anbauen. Ich kann das jetzt gerade nicht zeigen. Aber ich glaube, ich probiere mal einfach neu zu laden und zeige dann nochmal ganz schnell. Machen wir kurz einen Cut hier. So, ich habe jetzt nochmal kurz was gemacht. Da hat zwar wieder ein bisschen rumgebackt hier, aber. Was ist denn jetzt los? Okay, jetzt geht's wieder. Und zwar kannst du die Treppen nur so drauf und dran bauen, wie die Breite ist von dem Tisch. Also nicht so längs. Wenn du jetzt so was um die Ecke bauen möchtest, wie du das angefangen hast, dann baust du hier eine Treppe, dann so eine Plattform, da drauf noch eine Treppe. Ich kann das gerade nicht zeigen, ist gerade wieder verbuggt, die Kacke. Und dann baust du hier halt 2 hin und dann würdest du halt hier so hochgehen. Dim, wär's auf der Plattform hier. Und dann habe ich daneben die andere so quer, also so längs gestellt, wie du siehst hier. Hier sind die langen Seiten. Und dann würdest du jetzt hier drauf wieder eine Treppe bauen und dann könntest du von der Plattform aus hier eine Treppe und dann baust du hier jetzt 3 solche Plattformen übereinander und lässt die aber oben. Brauchst ja nicht unbedingt weiterbauen, außer du willst jetzt von hier aus geradeaus weiter Treppen hochbauen. Und dann tust du die einfach von unten alle wieder wegwischen, die du da nicht brauchst hier, und fertig ist die Sache. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich noch erklären sollte. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Was war denn das jetzt? Ja, ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen und dir hat mein kleines Let's Play zu dir gefallen und lass auf jeden Fall einen Kommentar da und würde mich freuen, wenn du dazu was zu sagen hast und ja, ansonsten Dankeschön fürs Zusehen und ich wünsche dir und euch natürlich schönen Abend oder Tag oder was auch immer bei euch ist. Tschüssi, das war DJM K913. Danke fürs Zusehen. Ciao. Steht doch, ich habe keine Stickies. Ist der blöd? Blöder Tisch.
Okay, das war schon mal die falsche Richtung.